Hast du mich jetzt hier scheiße auf Stumm geschaltet? Martin, wir hören dich nicht mehr. Niemand hört keinen. Ja, ich werde dauernd stumm geschaltet von irgendjemandem. Sorry, das bin ich. Dann schalte ich jetzt einzeln stumm. Ja. Ja, nicht alle auch gleichzeitig. Also, ich hoffe, dass ich jetzt nicht mehr stumm geschaltet bin und begrüße noch einmal ganz herzlich alle, sich zum Vortrag von Dr. Schierhever eingefunden haben. Er ist Geschäftsführer von. Er schrieb das Buch Die politische Ökonomie der israelischen Besatzung und seine Dissertation an der Freien Universität Berlin hatte den Titel The Privatization of Israeli Security. Sie haben es mitbekommen, dieser Vortrag wird aufgezeichnet und ich hoffe, dass Sie alle damit einverstanden sind. Schierhever schreibt Beiträge zur israelischen Rüstungs- und Sicherheitsindustrie, aber auch zur Rüstungszusammenarbeit zwischen Israel und Deutschland. Darum ist er besonders für unser heutiges provozierendes Thema geeignet. Deutschland rüstet Israel für Völkermord. Deutschland hat in der Vergangenheit mehrfach Völkermord begangen, den schlimmsten mit der Vernichtung der Juden. Und jetzt ist Deutschland dabei, dem sogenannten jüdischen Staat beim Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen zu helfen. Mein Name ist Martin Breidert, ich bin Vorsitzender von BIP. Das ist die Abkürzung von Bündnis für Gerechtigkeit zwischen Israelis und Palästinensern. Technisch unterstützt uns heute wieder einmal Salma Abu Saina, also eine jüdisch-palästinensisch-deutsche Kooperation heute Abend. Noch eine technische Anmerkung. Ich bitte Sie alle, sich stumm zu schalten. Ihr könnt während des Vortrags Fragen und Anmerkungen in den Chat schreiben. Das ist unten. Nach Schiers Vortrag wird Zeit zur Diskussion sein. Wer etwas sagen möchte, kann unten bei Reaktionen anklicken. Da kann man die Hand heben. Wenn mein Mikro schaltet manchmal etwas verrückt, wenn ich nicht mehr verständlich bin, bitte ich das mir zu sagen. Das schaltet manchmal automatisch um. Lieber Schier, wir sind gespannt auf deinen Vortrag. Herzlichen Dank, dass du dich da heute Abend dazu bereit erklärt hast. Danke, Martin. Guten Abend, Ramadan Karim. Es freut mich auf dieses Interesse für das Thema heute Abend. Ich bedanke mich, dass Sie gekommen sind. Diese Woche ist das erste Schiff mit Nahrungsmitteln für den Gazastreifen aus Zypern eingetroffen. Es hat 200 Tonnen pro Person. Entschuldigung, 200 Tonnen Lebensmittel geladen. Ist das viel? Das sind etwa 100 Gramm pro Person in Gaza. Und das sind die Lebensmittel, die für die ganze Woche gebracht wurden. Ich werde ein paar Bilder durch meine Präsentation zeigen. Jedes Mal nur ein Bild. Also, ja. Hier ist das Bild des sogenannten Schiffes. Meiner Meinung nach handelt es um ein Boot, nicht um ein Schiff. Gaza leidet nicht nur unter der Bombardierung, sondern auch unter dem Hunger. Die israelischen Streitkräfte verhindern, dass Hilfsgüter den Gazastreifen von ihrer Seite aus erreichen und haben bisher mehr als 400 Menschen getötet, die versucht haben, sich den Gebieten zu nähern, in denen Lebensmittel verteilt werden. Wodurch die Gebiete, in denen Lebensmittel verteilt würden, zu sehr gefährlichen Gebieten geworden sind. Die internationale Aushungerung einer Bevölkerung als Waffe ist, wie Human Rights Watch bereits im Dezember erklärte, ein Akt des Völkermords. Die Absicht ist klar. Die Menschen in Gaza sollen getötet werden, nur weil sie PalästinenserInnen sind. Die Absicht, eine Gruppe von Menschen zu töten, ist in der Definition von Völkermord enthalten. Die USA haben den Transport von Hilfsgütern aus Zypern organisiert, weil die Menschen, vor allem die Kinder in Gaza, zu verhungern begonnen haben. Und es gibt keine Möglichkeit,
den Einsatz von Hunger als Waffe gegen ZivilistInnen als Akt der Selbstverteidigung zu rechtfertigen. Hier ist der Bericht von Human Rights Watch. Ja. Ich hoffe, das ist klar, wenn ich diese Bilder zeige. Letzte Woche veröffentlichte die Washington Post einen Bericht, der neuen Informationen über die geheimen US-Waffenlieferungen an Israel enthüllte, die eigentlich bereits von der Intercept veröffentlicht worden waren. Während sich das Schiff mit 200 Tonnen Lebensmittel langsam von Zypern nach Gaza bewegte, unterbrachen die USA nicht eine Sekunde lang ihre Versorgungsflüge mit C-17 Frachtflugzeugen, die jeweils bis zu 250 Tonnen Munition transportieren können. Die US-Luftwaffe veröffentlichte stolz Fotos der Munition an Bord dieser Flugzeuge. 155 mm Haubitze Artilleriegranaten, 120 mm Panzergranaten, Drohnenteile, Hellfire-Raketen, MK-84, 1 Tonnen Bomben, Raketen für die Iron Dome und mehr. Die britische Band Massive Attack hat diese Karikatur angefertigt, um zu zeigen, das Verhältnis zwischen Nahrungsmitteln und Waffen, die von den USA geliefert sind. Die Krater im Gazastreifen zeigen, wofür diese Waffen eingesetzt werden. Am 29. Januar war das Mädchen Hind Rajab, 5 Jahre alt, mit 6 Familienmitgliedern in einem Auto und versuchte sich in Sicherheit zu bringen, als sie in der Nähe einer Tankstelle auf einen israelischen Panzer stießen. Ihr Cousin rief den roten Halbmond an, aber die gesamte Familie wurde von den Israelis getötet. Hind blieb 3 Stunden lang am Telefon mit dem roten Halbmond, während ein Krankenwagen zu ihrer Rettung geschickt wurde. Das Ambulanzteam koordinierte sich mit dem israelischen Militär, aber der Kontakt zu Hind und zur Ambulanz ging verloren. Am 12. Februar wurden die Überreste des Autos und des Krankenwagens mit der Leichen gefunden. Der Krankenwagen wurde durch eine 120 mm Panzergranate zerstört, die von einer amerikanischen Firma namens Day & Zimmerman hergestellt wurde. Ich habe das Foto der Granate, hier ist es, diese Foto. Ich habe auch Fotos von Flughafen Ramstein, wo die C-17 Frachtflugzeuge auf ihrem Weg zum Militärstützpunkt Nevatim in Israel zwischenlanden. Auf einem Foto sind Arbeiter zu sehen, die MK-84 Ein-Tonnen-Bomben in das Flugzeug auf dem Weg nach Israel laden. Ich zeige auch dieses Foto hier. Diese gelben Etiketten sind, um zu zeigen, dass es um gefährliche Bomben geht. Und diese Foto, laut der amerikanischen Luftwaffe, wurde in Ramstein genommen. Diese stummen Bomben können ein ganzes Wohngebäude zerstören. Und genau das tun sie auch. Das Wall Street Journal veröffentlichte einen Artikel, in dem versucht wurde, Israels Einsatz von schweren Bomben gegen ein dicht besiedeltes Gebiet zu verteidigen und argumentierte, dass Boeing ein System namens JDAM entwickelt hat, das die MK-84-Bomben lenkt und genauer macht. Außerdem wurde berichtet, dass die USA mehr als 100 JDAM-Systeme an Israel verkauft haben. Im selben Artikel berichtet das Wall Street Journal jedoch, dass die USA mehr als 5000 MK-84-Bomben an Israel verkauft haben. Mehr als 90% der Bomben, die Israel auf den Gazastreifen abwirft, werden also nicht gelenkt, sondern sind sinnlose Zerstörung, das wiederum ein Beweis für die Absicht ist, einen Völkermord zu begehen. Und hier habe ich das Bild von Wall Street Journal auch.
Ich komme immer wieder auf den Punkt des Völkermords zurück, der auch im Titel der heutigen Veranstaltung erwähnt wird, weil es eine rechtliche Verpflichtung für Drittstaaten gibt, das Militärembargo zu respektieren, wenn ein Staat verdächtig ist, Völkermord zu begehen. In seiner Entscheidung vom 26. Januar stellte der Internationale Gerichtshof fest, dass Israel nachweislich einen Völkermord begeht, also plausibel, und dass dies untersucht werden muss. Er entschied auch, dass Israel die Maßnahmen gemäß Artikel 2 der Konvention zur Verhütung des Völkermords unverzüglich einzustellen hat. Israel hat die Maßnahmen nicht eingestellt. Alle Drittparteien sind verpflichtet, das Militärembargo unverzüglich einzuhalten. Der Internationale Gerichtshof, ich habe auch ein Bild davon hier. Nur zwei der 15 Richter und Richterinnen widersprachen dem Urteil, dass ein Völkermord plausibel ist. Der israelische Richter Aaron Barak und die evangelische Richterin Julia Sebutinde aus Uganda, die den Zionismus auf der Grundlage derselben Theologie der EKD unterstützt. Hier ist das juristische Dokument von El Haq, der wichtigsten palästinensischen Menschenrechtsorganisation, das die Verpflichtung an Drittstaaten erklärt und laut diesem Bericht hier, das zitiert nicht nur die Konvention für Prävention von Genozid, sondern auch die EU-Abkommen und die ATT, Arms Trade Treaty, erklärt sehr deutlich, dass der Militärembargo ist ein Pflicht, also kein Wahl von verschiedenen Staaten. Das Militärembargo besteht aus drei Teilen. Staaten dürfen keine Waffen in den Zielstaat verkaufen, dürfen keine Waffen von ihm kaufen und dürfen keine Waffen von ihm transitieren. Deutschland hat sich eines Verstoßes gegen alle drei Elemente des Militärembargos schuldig gemacht. Erstens wird, wie ich bereits erwähnt habe, der Luftwaffe-Stützpunkt Ramstein für den Transit von Waffen genutzt, um zur Begehung von Völkermord eingesetzt werden. Das ist illegal. Zweitens, Deutschland kauft Waffen von Israel. 10 Tage nachdem Israels Verteidigungsministerium aufgelandet seine berühmte Rede gehalten hatte, in der er sagte, dass die PalästinenserInnen menschliche Tiere seien und keine Nahrung, keine Wasser und keine Medizin erhalten würden, eine klare Erklärung für Völkermord, wurde er von Pistorius als Ehegast nach Berlin eingeladen, um einen 4 Milliarden Vertrag über den Kauf des Arrow-3-Systems von Israels staatlichen Unternehmen IAI zu unterzeichnen, und dafür habe ich auch ein Bild. Hier. Pistorius und Galant. Drittens. Deutschland verkauft Waffen an Israel. Das ist das Hauptthema, das ich in diesem Vortrag ansprechen möchte. Ich werde Ihnen die Fakten nennen, die mir bekannt sind. Moment. Ja. Was natürlich nur eine Teilinformation ist. Es gibt ein Team von Forschern, die sehr hart daran arbeiten, herauszufinden, welche Waffen Deutschland an Israel verkauft, und zwei Bundesabgeordnete, Zaklin Nastic und Sevim Dagdelen, haben Fragen an die Regierung gestellt. Und doch sind die Informationen, die wir haben, begrenzt. In den Tagen nach dem 7. Oktober bat Israel Deutschland um den dringenden Kauf von Marinemunition. Wir wissen nicht, ob die deutsche Regierung dem Verkauf zugestimmt hat. Aber wir wissen, warum Israel die Munition angefordert hat. Sie haben angefordert, weil Israel in den letzten Jahren einer der größten Kunden von Waffen aus Deutschland war. Das deutsche Rüstungsunternehmen ThyssenKrupp ist fast bankrott gegangen, bevor Israel 9 U-Boote
mit der Fähigkeit, Atomwaffen zu tragen, sowie Korvetten bestellte. Das U-Boot, ja, das ist diese Dolphin-Klasse U-Boote. Der Propagandabegriff Staatsräson wurde 2008 berühmt geworden, als Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Unterzeichnung des Vertrags über den Verkauf von U-Booten in der Knesset erklärte, die Sicherheit Israels sei die Staatsräson Deutschlands. Im Jahr 2015 gingen rund 50% aller deutschen Rüstungsexporte an einem einzigen Kunden, die israelische Marine. Es war der korrupteste Waffendeal in der Geschichte Israels, aber nicht der korrupteste in der Geschichte Deutschlands. Die israelische Marine wollte keine U-Boote kaufen, sondern viel kleinere Kriegsschiffe zur Verteidigung der Erdgas-Bohrinseln. Doch ThyssenKrupp zahlte hohe Bestechungsgelder an israelische Beamte, sehr wahrscheinlich auch an Netanyahu selbst, allerdings indirekt. Die Staatsräson ist ein Zeichen für den moralischen Bankrott Deutschlands. Es geht nicht um die Verantwortung für den von Deutschland begangenen Völkermord an der JüdInnen, sondern von den Profiten von ThyssenKrupp. Und hier hält Merkel ihre berühmte Staatsräsonrede. Die israelische Armee war weder ausgerüstet noch darauf vorbereitet, die israelische Zivilbevölkerung vor dem Angriff der Hamas am 7. Oktober zu verteidigen. Und als die Regierung einen Vergeltungsangriff auf dem Gazastreifen anordnete, setzte sie alle Waffen ein, die sie hatte, einschließlich der deutschen Korvetten, um zivile Viertel von Meer aus zu bombardieren. Das ist der Grund, warum sie um Munition gebeten haben. Hier sehen wir israelische Bombardierung des Gazastreifens von Meer aus. Der ThyssenKrupp-Deal war sehr einseitig. Israel zahlte Milliarden an ThyssenKrupp, aber als ThyssenKrupp sagte, dass es nicht daran interessiert sei, irgendetwas von israelischen Unternehmen zu kaufen, um den Deal auszugleichen, warnte der israelische Finanzminister Moshe Kachlon 2016, dass ThyssenKrupp auf eine schwarze Liste gesetzt werden würde. Die deutsche Regierung beeilte sich, ThyssenKrupp zu helfen, indem sie anbot, israelische bewaffnete Drohnen zu kaufen oder besser gesagt zu leasen. Das ist Moshe Kachlon, ehemaliger Finanzminister. Die schweren Kampfdrohnen des Typs Heron TP werden von IAI hergestellt und können bis zum 2,7 Tonnen Munition tragen. Die Bundeswehr mietet 16 solche Drohnen, die in Israel stationiert sind. Und Bundeswehrangehörige können die Drohnen besuchen, um mit ihnen auf israelischen Boden zu trainieren. Kurz nach dem 7. Oktober kündigte Pistorius an, dass zwei dieser Drohnen dem israelischen Militär zur Verfügung gestellt werden sollen. Die israelischen Drohnen werfen bereits unterbrochen Bomben auf Gaza ab. Und nun auch zwei deutsche Drohnen. Wir wissen nicht, ob Bundeswehrsoldaten die Drohnen tatsächlich beladen, reparieren, betanken und nach Gaza schicken. Wenn ja, haben sie die Pflicht, ihre Befehle zu missachten. Und wenn nicht, sind sie Kriegsverbrecher. Natürlich trägt Pistorius selbst die Verantwortung davor, dass er deutsches Militärgerät und möglicherweise Personal einer Armee zur Verfügung stellt, die Völkermord begeht. Es handelt sich um die Heron TP-Drohnen, eine der größten Militärdrohnen der Welt, die zum Töten bestimmt sind. Deutschland liefert auch Motoren, Ersatzteile, Elektronik und Chemikalien an das israelische Militär. Diese Gegenstände werden von der deutschen Regierung nicht als Kriegswaffen definiert und daher sieht sich die deutsche Regierung nicht verpflichtet, diese Informationen zu geben. Obwohl wir dokumentierte Beweise dafür haben, dass israelische Panzer mit den aus Deutschland gelieferten Motoren vorsätzlich PalästinenserInnen in Gaza überfahren haben. Aber eines ist klar, und darüber wurde auch in den israelischen Medien seit Beginn des Völkermords berichtet. Der große Waffenlieferant Israels während des Krieges waren die USA, die Nummer zwei ist Deutschland. Was sind also die Waffen, die Deutschland liefert? Ich war mir sicher, dass es
sich um 155 mm Artilleriegranaten handelte. Erstens wissen wir, dass Rheinmetall eine neue Produktionslinie für 155 mm Artilleriegranaten eingerichtet hat. Diese Granaten sind eine der wichtigsten Waffe, die Deutschland der Ukraine für ihren Krieg gegen die russische Invasion zur Verfügung gestellt hat. Es ist auch die Waffe, die Israel gegen die Zivilbevölkerung in Gaza einsetzt. In einem Artikel der Jerusalem Post wurden israelische Artilleriesoldaten interviewt, die erklären, dass ihre M109-Kanonen jeden Tag 500 Granaten abfeuern können. Jede Granate weigt 45 Kilogramm. Das sind 22,5 Tonnen Munition pro Kanone pro Tag. Und Israel hat mindestens 10 solche Kanonen. Ich dachte also, es sind fast 250 Tonnen Munition pro Tag. Das ist nicht praktikabel, sie mit dem Flugzeug aus den USA zu transportieren. Es muss wirtschaftlicher sein, sie aus Deutschland zu schicken. Ich dachte auch an die Tonnen von Benzin, die für die C-17-Flugzeuge benötigt würden. Aber ich habe die Bereitschaft der US-Regierung unterschätzt, den Planeten zu zerstören, um Gaza zu vernichten. Hier ist der Beweis, dass Rheinmetall die 155 mm Granaten produziert. Ein Team von Freiwilligen, die Hebräisch lesen können, und davon gibt es viele, ging tausende von Bildern israelischer Soldaten und Videos durch, um denen die Selfies mit 155 mm Artilleriegranaten machen und suchte nach der Charge-Nummer von Rheinmetall. Sie könnten keine finden. Auf die Frage von Saklinastik, ob Deutschland 155 mm Granaten an Israel verkauft, antwortete die Regierung, nicht im Sinne der Frage. Dies warf weitere Fragen auf. Offensichtlich versucht die deutsche Regierung, Informationen zu verbergen. Und hier ist ein Beispiel für solche Bilder und Videos, also Selfies mit den Granaten, das die israelischen Soldaten veröffentlichen. Erst als ich die Gelegenheit hatte, mit einem israelischen Soldat zu sprechen, erfuhr ich, dass die Soldaten vor Ort die 155 mm Granaten selbst zusammenbauen. Sie kaufen sie nicht komplett aus Deutschland, aber Deutschland exportiert Treibladungspulver und Zünder für die 155 mm Granaten nach Israel. Also nicht im Sinne der Frage, aber ja, Deutschland trägt zur Tötung von Zivilistinnen bei. Im Dezember wurde bekannt, dass die Bundesregierung die Genehmigungen für Waffenexporte nach Israel ab November 2023 um das Zehnfache auf rund 306 Millionen Euro erhöht hat. Die Absicht der deutschen Regierung, möglichst viele PalästinenserInnen in Gaza zu töten, ist klar. Doch in der Realität wurden diese Exportgenehmigungen meist nicht erfüllt. Die Tagesschau berichtet über die Exportgenehmigungen. Aus den Antworten der Bundesregierung auf Fragen von Sevim Dagleten wissen wir, dass Deutschland 500.000 Kleinwaffenmunition an das israelische Militär exportiert hat. Munition wie die 5,56 mm Geschosse. Dies sind die Kugeln, die israelische Soldaten verwenden, als sie sich als medizinisches Team verkleideten und am 13. Januar in das Al-Sina-Krankenhaus in Jenin eindringen, um drei Patienten zu ermorden. Dies sind auch die Kugeln, die in den Körpern der meisten von den 112 Opfer des israelischen Angriffs auf eine hungrige Menschenmenge gefunden wurden, die sich am 29. Februar in Gazastadt versammelt hatte und auf Essen wartete. Das Problem ist jedoch, dass alle NATO-Armeen und ihre Verbündeten 5,56 mm Geschosse verwenden, sodass wir nicht beweisen können, dass die spezifischen Geschosse aus Deutschland stammen. Wenn wir diese Sache von der anderen Seite betrachten, hat Deutschland jedoch einen guten Grund, eine Armee, die täglich Kriegsverbrechen begeht, keine Waffen zu liefern. Wenn Deutschland auch dafür entscheidet, die Beweise zu ignorieren, trägt es einen Teil Verantwortung. Und hier sind die israelischen Soldaten, die das Al-Sina-Krankenhaus stürmten. Wir wissen auch, dass Deutschland erwägt, 10.000
120 mm Panzergranaten an Israel zu verkaufen, wie die, die verwendet wurde, um die Familie von Hind Rajab und das Ambulanzteam, das sie retten wollte, zu töten. Diese werden nicht speziell für Israel von Rheinmetall hergestellt, sondern direkt aus den Beständen des Bundeswehr geliefert. Wie ich bereits erwähnt habe, hat Deutschland zwar während eines Völkermords eine Verzehnfachung der Exportgenehmigung zugelassen, aber in Wirklichkeit sind nicht so viele Waffen geliefert worden wie versprochen. Der Grund dafür ist nicht moralisch oder rechtlich, sondern praktisch. Ukrainische Generäle haben dem israelischen Militär mitgeteilt, dass die wahllose Bombardierung des Gazastreifens unhaltbar ist. In Haaretz-Zeitung bezeichneten sie dies als einen Krieg reicher, grausamer Menschen, was bedeutet, dass Bombardierung ohne Pause und ohne guten Grund sowohl eine Verschwendung von Munition als auch eine schreckliche Verschwendung von Menschenleben ist. Es scheint, dass die israelische Artillerie und Luftwaffe in ihrem Amoklauf immer wieder Leichen bombardieren. Und hier ist der Haaretz-Artikel, ein Krieg reicher, grausamer Menschen. Entschuldigung. Ja. Was die Freiwilligen auf den Bildern sehen, die von den Soldaten gepostet werden, ist, dass das israelische Militär sehr alte Waffen verwendet. Munition, die 30 Jahre alt ist. Sprengstoff, der 50 Jahre alt ist. Viele Länder haben den Verkauf von Waffen an Israel eingestellt. Italien, Spanien, Belgien, die Niederlande in Europa und auch Chile, Kolumbien und Brasilien in Lateinamerika. Die Länder, die weiterhin gegen das Militärembargo verstoßen und illegale Waffen nach Israel schmuggeln, gehen Materiell und Munition aus. Und sie bieten Munition an, die bereits abgelaufen ist. Das israelische Militär kauft sie. Der New York Times zufolge konnten Hamas-Kämpfer einige der Bomben und Raketen, die nicht explodierten, weil sie so alt waren, bergen und auf Israel zurückschießen. Und hier ist der Artikel der New York Times. Wir müssen einige der Gründe für Deutschlands beschämende Entscheidung, Israel zu bewaffnen, verstehen. Deutschland ist nicht dasselbe wie die Vereinigten Staaten. Die Politik der USA ist sehr zynisch. Die USA sind ein globales Imperium und haben gezeigt, dass sie bereit sind, zur Durchsetzung ihrer Interessen in der ganzen Welt in den Krieg zu ziehen. Deutschland hingegen tut so, als sei es ein Staat, der von moralischen und ethischen Erwägungen geleitet wird. Sowohl die SPD als auch die Grünen behaupten, ein Frieden und Diplomatie interessiert zu sein. Aber wenn sie glauben, dass ihre Interessen im Krieg und im Tod liegen, machen sie Heuchlerei und die Scham eine offene politische Diskussion unmöglich. Stattdessen werden wir mit leeren und nicht sagenden Erklärungen konfrontiert. Scholz sagte, wir stehen auf der Seite Israels. Baerbock sagte, wir sind alle Israelis. Und wenn sie den Angriff von 7. Oktober, bei dem etwa 1200 Menschen, davon 800 ZivilistInnen und 400 SoldatInnen, ums Leben kamen, auch noch eifrig mit dem Holocaust vergleichen, dann ist das eindeutig kein rationales Argument. Hier ist ein Bild des Brandenburger Tors, auf dem die Deutschen ihre Erleichterung darüber feiern, dass sie ein neues Volk gefunden haben, das die Schuld an der Ermordung der Jüdinnen trägt, nämlich die PalästinenserInnen. Als die Houthis im Jemen begannen, Frachtschiffe anzugreifen, die Waren nach Israel transportieren und ankündigten, dass sie dies so lange tun werden, bis es zu einem Waffenstillstand kommt, haben chinesische Frachtschiffe einfach ihren Stopp in Israel abgesagt und können sicher durch das Rote Meer fahren. Europäische Frachtschiffe, wie zum Beispiel Maersk, ein dänisches Unternehmen, haben jedoch den langen Weg um Afrika herum genommen, was den Seetransport sehr teuer gemacht hat. Denn wenn sie ihren Stopp in Israel absagen, wird ihnen vorgeworfen, Israel zu boykottieren. Der deutsche Schifffahrtriese Hapag-Lloyd meldete heute,
Verluste aufgrund der hohen Kosten für die Umschiffung des Roten Meeres. Ich habe eine andere Idee. Entschuldigung. Und Deutschland hat beschlossen, eine Fregatte ins Rote Meer zu schicken, um die Houthis zu bekämpfen. Sie kämpfen um für die Verhinderung eines Waffenstillstands willen. Und ich habe eine andere Idee. Wie wäre es, einen Waffenstillstand zu unterstützen? Und jetzt, das ist diese deutsche Fregatte, ich glaube, sie heißt Hessen. Aufgrund der Lieferung von Waffen an einem Staat, der Völkermord begeht, selbst an einem Staat, der des Völkermord verdächtig wird, ist recht widrig, wurden in Deutschland Klagen gegen die Regierung eingereicht. Zunächst zwei Strafanzeigen, auf die ich besondere die vom 23. Februar hinweisen möchte, die Rechenschaft für die Tötung von PalästinenserInnen im Gazastreifen fordert, wo deutsche Waffen eingesetzt werden. Eine Klage, die ein Ende der Waffenlieferung fordert, wird ebenfalls vorbereitet. Es ist bedauerlich und enttäuschend, dass in den USA innerhalb weniger Wochen Klagen eingereicht wurden, während es in Deutschland Monate gedauert hat. Es wurden auch bereits Klagen in Großbritannien, Dänemark, Belgien und den Niederlanden angereicht. Warum ist Deutschland so langsam? Hier ist die Pressemitteilung des ELSC, European Legal Support Center, bezüglich der Strafanzeige von 23. Februar. Sogar eine Klage gegen Deutschland vor dem Internationalen Gerichtshof wurde von Nicaragua eingereicht. Nicaragua argumentiert, dass Deutschland mitschuldig am Völkermord ist. Es stimmt, dass Nicaragua kein sehr starker Staat ist, keinen guten Ruf hat und das Ortega-Regime keine demokratisches ist. All dies spielt zu Nicaraguas Nachteil und zum Vorteil Deutschlands in den Gerichtsverfahren. Ich möchte jedoch etwas dazu sagen, wie ich dazu gekommen ist. Damit ein Staat eine Klage gegen einen anderen Staat vor dem Internationalen Gerichtshof einreichen kann, muss er nachweisen, dass er einen Streit mit diesem Land hat. Viele Staaten haben einen Streit mit Israel. Aber es war Südafrika, die Klage wegen Völkermords eingereicht hat, weil es eine sehr gute Erfolgschance hat und viele andere Staaten, die diese Klage unterstützten, verstehen, dass Südafrika eine bessere Chance hat als ein undemokratisches Land. Es ist interessant, dass Israel bei seiner Verteidigung vor dem Internationalen Gerichtshof fast eine Stunde seiner 3 Stunden langen Argumentation darauf verwendete, zu behaupten, dass Südafrika keinen Streit mit Israel habe und daher die Klage nicht einrichten könnte. Nur 2 der 3 Stunden wurden davor verwendet, zu argumentieren, dass Israel keinen Völkermord begeht. Hier ist der Malcolm Shaw, der britische Anwalt, der Israel angehaut hat, um es vor dem Gericht zu verteidigen. Deutschland hat einen enormen Vorteil. Nur sehr wenige Länder auf der Welt können vor Gericht argumentieren, dass sie einen Streit mit Deutschland haben. Das ist der Grund, warum Nicaragua vorgegangen ist. Aber das ändert sich schnell. Der eigentliche Preis, den Deutschland für seine Mitschuld am Völkermord Israel zahlt, ist der Verlust seines internationalen Ansehens. Nur die USA und Deutschland unterstützen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof. Ich möchte Ihnen ein 2-Minuten-Video zeigen, das heute veröffentlicht wurde, von einer Pressekonferenz, die am Montag in Berlin stattgefunden hat. Moment. Ich habe es eben schon gesagt und wiederhole es gerne noch einmal. Deutschlands Position ist klar. Israel hat jedes Recht, sich gegen den terroristischen Angriff der Hamas zu verteidigen. Und das haben wir in den letzten Tagen, Wochen und Monaten immer klar gemacht. Und dabei bleibt es auch. Darauf kann sich auch Israel verlassen. Noch einmal, was ich schon gesagt habe. Deutschland hat eine besondere und eine gute Beziehung zu Israel. Das ist für uns sehr wichtig. Und deshalb kann Israel sich auch auf uns verlassen. Wir haben eine klare Position über das, was jetzt notwendig ist. Dazu zählt die Freilassung der Geiseln, dazu zählt humanitäre Hilfe, dazu gehört die Perspektive einer Zwei-Staaten-Lösung. Und für uns ist das auch wichtig. Wir haben die Staatsgründung Israels
sehr unterstützt und entlang dieser Linie wird sich die Politik in Deutschland auch immer weiter entfalten. You cannot find a solution by getting so one-sided in terms of looking only at one particular issue and erase 60 years of atrocities. The solution is not just releasing the hostages. What about the settlements? What about the behavior of the settlers now, continues daily? What about the dispossession, their land, their rights, their dignity, their men, their women, their children? Are these of no concern? Where have we thrown our humanity? Why this hypocrisy? Why this selective and ambivalent attitude towards one race and one another? Is it because they are colored or they are different religion? But I, of course, cannot accept the fact that when you discuss issues, we only confine to one particular incident and one victim, forgetting the thousands and thousands of thousands of victims from the Nakba of 1947, 1948. Schade, dass nicht Anwar Ibrahim der Kanzler von Deutschland ist. Niemand glaubt mehr daran, dass die Mitschuld Deutschlands an Israels Verbrechen etwas mit Schuldgefühlen über den Holocaust zu tun hat. Denn es ist klar, dass Deutschland nicht am Wohlergehen der Jüdinnen interessiert ist, sondern nur an den militärischen Beziehungen mit dem Staat Israel. Jüdinnen in Deutschland, die gegen den Völkermord protestieren, würden verhaftet. Meine Partnerin wurde in Berlin verhaftet, weil sie ein Schild hielt, auf dem stand, ein weiterer Jude für ein freies Palästina. Viele meiner Kolleginnen bei der jüdischen Stimme für gerechten Frieden in Nahost wurden ebenfalls verhaftet. Und ich kann das auch zeigen, dieses Schild. Ich habe 13 Jahre in Deutschland gelebt. Als ich nach Deutschland zog, erzählten mir einige meiner jüdischen Freundinnen, dass Deutschland immer noch faschistische, antisemitische und genozidale Tendenzen unter der Rechten habe und nicht nur unter den Rechten. Aber auch, also auch in den Mainstream-Parteien und dass ich vorsichtig sein sollte. Meine Freundinnen in Deutschland sagten mir jedoch das Gegenteil, dass Deutschland eine Erinnerungskultur hat, Rassismus abgelehnt hat. Deutschland sieht einen Völkermord von seinen Augen, bei dem eigene Waffen verwendet werden, um mehr als 30.000 Zivilistinnen in Gazastreifen zu töten, von denen die Hälfte Kinder sind. Was ist die Antwort der deutschen Regierung? Mit dem Versagen der deutschen Regierung müssen wir uns fragen, was wir tun können. Werden wir schweigen, wenn ein Völkermord mit Unterstützung deutscher Rüstungsunternehmen, deutscher Geldes und deutscher politischer Deckung begangen wird? Wir können und müssen rechtliche Schritte unterstützen, um die Waffen zu stoppen und die deutschen Entscheidungsträger zur Rechenschaft zu ziehen. Dieser Weg ist jedoch hauptsächlich für RechtsexpertInnen relevant oder für Menschen, die Familienmitglieder im Gazastreifen haben, die sich der Klage anschließen und die Strafanzeige anschließen können. Was wir alle aber tun können, ist protestieren. Proteste sind wirksam und haben bereits die Regierungspolitik in Spanien, Großbritannien und den USA verändert. Ich habe gehört, heute auch in Kolumbien. Die Gruppe Stop Arming Israel Germany organisiert Proteste im ganzen Deutschland. Zuerst in den Städten, in denen Rheinmetall Fabriken oder Büros hat, Duisburg, Berlin, München, aber auch in Ulm, wo das größte israelische Rüstungsunternehmen Elbit Systems seinen Sitz hat, und immer mehr Gruppen schließen sich dem Protest aus immer mehr Städten an. Hier ist ein Beispiel für ein Plakat von Stop Arming Israel Germany. Hier ist ein Bild von einer der Demonstrationen. Die Proteste sind friedlich und legal mit Genehmigung der Polizei. Wenn die deutschen Behörden versuchen sollten, Demonstrationen gegen Waffenexporte zu verbieten, wird
die nächsten Demonstrationen doppelt so groß sein und dann noch größer. Ich werde die Beschreibung der Gruppe vorlesen. Stop Arming Israel Germany ist ein seit Dezember 2023 neu entstandene deutschlandweites Bündnis von linken, antimilitaristischen und palästinasolidarischen Gruppen und Einzelpersonen, das sich im Angesicht der seit Oktober 2023 andauernden völkermordischen israelischen Militärinitiative in Gaza zusammengefunden hat. Unser Ziel ist es, die deutsche Bevölkerung, Gewerkschaften und ArbeiterInnen über die Geschehnisse in Palästina zu informieren und über die aktive Rolle Deutschlands durch Lieferungen von Rüstungsgütern und Bestandteilen aufzuklären. Wir fördern die Waffenlieferungen an Israel zu beenden und die unter anderem hierdurch entstandene Komplizenschaft Deutschlands im Völkermord an der PalästinenserInnen aufzuheben. Termine für regelmäßige Protestaktionen vor deutschen Rüstungskonzernen oder verantwortlichen Regierungseinrichtungen sind auf unseren sozialen Medienkanälen zu unternehmen, zum Beispiel Instagram, Stop Arming Israel Germany. Ich stoppe hier. Ich glaube, das war schon dreiviertel Stunde und öffne die Bühne für Fragen. Bitte. Vielen Dank, lieber Schier, für deinen fulminanten Vortrag. Du hast ja mit deinem Wissen geglänzt, wie du Bescheid weißt über Waffenlieferungen von oder nach Israel. Ich habe einmal im Spaß zu dir gesagt, der liebe Gott weiß alles, aber Schier Hever weiß noch mehr. Und das hast du jetzt hier auch bewiesen. Aber es geht ja hier nicht um Scherze, sondern um tödliche Waffen. Darum geht es hier. Und auch was wir dagegen tun können, hast du da am Ende ja auch sehr deutlich gesagt. Ich mache jetzt, eröffne jetzt die Diskussion und bitte um diejenigen, die etwas zu sagen haben, bitte sich zu melden. Unten bei Reaktionen, da kann man das Zeichen verwenden, Hand heben. Und dann kann ich sehen, wer etwas sagen möchte. Es ist auch okay, wenn Leute im Chat ihre Fragen schreiben, dann müssen sie auch nicht aufgezeichnet werden. Man kann auch Fragen in den Chat hineinschreiben oder eben sich verbal melden durch Handzeichen. Ich sehe schon eine Frage im Chat von Jasmin. Wo kann man sich über den Anschluss der Klage informieren? Also die Frage ist, für welchen Zweck? Wenn es einfach um Informationen zu haben, dann schlage ich vor, diese Webseite von ILSC zu folgen. Ich habe auch das kurz gezeigt, wo die Strafanzeige gezeigt ist und man kann sogar die ganze Pressekonferenz schauen auf YouTube. Aber wenn Menschen die Strafanzeige helfen können, das heißt, wenn jemand Familienmitglieder in Gaza hat und will auch diese Strafanzeige unterstützen, mit dem Namen dieser Leute, die jetzt in Gefahr sind, dann kann ich helfen, mit der Gruppe Kontakt herzustellen. Danke, Martin, du bist stumm geschaltet und ich sehe eine Wortmeldung von Elmar Baudet. Ja. So, soll ich noch mal gerade vorlesen, was da im Chat geschrieben wurde? Ich weiß nicht, ob es alle mitgelesen haben. Ja, also die Antwort war schon im Chat geantwortet, wo der Link auf die ELSC-Webseite. Ja, aber ich möchte noch vielleicht hinzufügen, dieser Elmar beklagt sich, dass die Staatsanwaltschaft nichts tut. Das ist richtig. In Deutschland ist die Staatsanwaltschaft gar nicht unabhängig, sondern sie ist weisungsgebunden gegenüber dem Generalstaatsanwalt und der Generalstaatsanwalt
Staatsanwalt ist weisungsgebunden gegenüber dem jeweiligen Justizminister. Insofern haben wir fast polnische Verhältnisse. Überhaupt das Verhältnis der Staatsanwaltschaften ist sehr problematisch in Deutschland. Das ist ein weiteres Grund zu protestieren, damit Druck auf den Staatsanwalt zu üben. Ja, natürlich. Es melden sich jetzt schon zwei Leute. Eine nächste Frage. Ja, Elmar Bodet möchte gerne noch etwas dazu sagen, bitte. Und dann Karin Gerster. Ich möchte sagen, dass ich... Elmar Bodet. Ja, ich möchte sagen, dass ich eine andere Auffassung dazu habe und deshalb habe ich diese Strafanzeige auch gestellt. Ich sehe es so, dass auf jeden Fall nach internationalem Recht, aber auch nach deutschem Recht hier eine Straftat vorliegt. Und ich sehe das so, dass jeder Bundesbürger durchaus in der Lage ist, eine Straftat durch die Staatsanwaltschaft verfolgen zu lassen. Jedenfalls sollte das so sein. Was du gesagt hast, Martin, kann ich nur unterstützen. Ist offensichtlich so, es gibt Länder wie in Italien, wo Staatsanwälte tatsächlich unabhängig arbeiten können. Das ist in Deutschland nicht der Fall. Und das ist für mich eben auch ein ganz wichtiger Punkt, warum es darüber hinaus, also nicht nur um den Genozid an den Palästinensern geht, sondern es geht schlicht und einfach auch darum, wie unser Staat beschaffen ist und ob wir das einfach akzeptieren oder nicht. Und insofern ist also so eine Strafanzeige aus meiner Sicht auf jeden Fall auch eine Art von Abstimmung dafür, dass diese Dinge erstens verfolgt werden sollten und zweitens, dass wir auch darauf bestehen, dass internationales und nationales Recht in Deutschland eingehalten wird. Der große, ja, es wird immer gerne gesagt, das Nazi-Regime war ein Unrechtsstaat. Und der ganze Hintergrund ist der, dass ein Rechtsstaat sich daran erkennen lässt, dass er das eigene Recht anerkennt und auch umsetzt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es eben so, dass auch die Bundesrepublik Deutschland ein Unrechtsstaat ist. Ja, das haben wir verstanden jetzt. Ja. Vielen Dank. Da ist eine Anfrage noch. Schier, kannst du bitte noch mal die Website nennen, von der du gerade sprachst? Das war schon im Chat gepostet. Ja, aber welche Website ist denn gemeint? Von ILSC. Die katholische Klinikseelsorge noch einmal das erklären. ILSC, European Legal Support Center. Okay, alles klar. ILSC, okay. Dann Karin Gerster dran, wenn ich richtig sehe. Hallo Schier, hallo zusammen. Ich habe eine Frage. Es gibt derzeit gestern Nacht die Nachricht, dass Olaf Scholz die Tage nach Israel kommt auch nach Amman. Mich würde deine politische Einschätzung interessieren, was dieser Besuch soll. Also geht es um Waffenlieferungen oder geht es um eine diplomatische Mission? Genau, das ist meine Frage. Ich glaube, dass die deutsche Regierung ist in eine tiefe Krise, weil die Welt ändert sich, die Machtverhältnisse zwischen China, Russland, Iran, USA, NATO-Ländern und so weiter ändern. Und das ist also die Behauptung, man kann das mit Krieg und mit Gewalt verhindern oder stoppen, ist falsch. Und das ist sehr schade und sehr traurig, dass die Menschen in Gaza den Preis bezahlen für den zwecklosen Versuch von NATO-Ländern, ihre Hegemonie zu verteidigen. Ich glaube, dass in Deutschland ist das verstanden, und Scholz versteht das auch, dass Deutschland hat viel zu verlieren, weil dieser Ruf von Deutschland als ein friedliches Land, das gute Beziehungen mit vielen Ländern in der Welt hat, bricht zusammen. Es gab
riesige Demonstrationen in Amman gegen die deutsche Botschaft. Weil das ist vielleicht nicht ganz verstanden hier in Deutschland, in den deutschen Medien, aber in Amman, in Jordanien, sehen die Menschen genau, was passiert und verstehen diese einseitige deutsche Politik, auf der Seite der Täter gegen die Opfer zu stehen, als Heuchlerei und als Rassismus. Wenn Scholz nach Amman und nach Tel Aviv kommt, mit seinem Versuch, diplomatische Lösungen anzubieten, was kann er wirklich versprechen? Wird er sagen, dass Deutschland Druck auf Israel üben wird, Israel aus dem Assoziierungsabkommen mit der EU rauskicken, wegen Menschenrechtsverletzungen, keine weitere Waffen an Israel zu verkaufen, der Deal mit dem Arrow 3 kündigen? Wenn er das sagen wird, dann hat er wirklich die Möglichkeit, viel Einfluss zu haben. Wenn er das nicht sagt, dann sehe ich diese Reise als komplett zwecklos. Also warum soll irgendjemand ihm ernst nehmen? Nun kommt eine Frage von Arena an Schier, bald an zum Beispiel von Stop Arming Israel Germany. Also es geht um die Ostermärsche hier. Ja, wo ich sehe die Frage nicht. So, oder kannst du vielleicht vorlesen, Martin, nochmal? Ja, ich habe gerade vorgelesen, um 19.47 Uhr schreibt Verena, bald sind Ostermärsche in sehr vielen Städten. Ist da etwas geplant, zum Beispiel von Stop Arming Israel Germany? Ja, also soweit ich weiß, Stop Arming Israel Germany machen ihre eigene Proteste auf bestimmte Tagen, sodass das ist wie ein Taktik von Protest, dass sie die Proteste in verschiedenen Städten gleichzeitig machen wollen. Aber natürlich, die Menschen, die in diesem Netzwerk sind, können und werden auch teilnehmen bei Ostermärsche und bringen ihre Schilder mit Aufruf auf Waffenstillstand. Das macht viel Sinn für Ostermarsch. Aber ich weiß nicht, ob das in den Namen von Stop Arming Israel Germany geplant ist, sondern als Teil dieser großen, breiten Netzwerk. Daniela fragt, gibt es auch kostenlose Waffenlieferungen, die praktisch durch die Steuerzahler bezahlt werden? Gute Frage. Das ist auch etwas, dass die Information darüber ist unterschiedlich von verschiedenen Quellen. Die Menschen aus, also in Israel wurde das oft berichtet, ein großer Teil der Waffenlieferung aus Deutschland ist kostenlos oder auf Kosten der Steuerzahler. Aber dann, wenn man weiterliest, wurde das erklärt, nicht wirklich kostenlos, sondern auf dem Kosten von die Entschädigungen. Die sogenannte Wiedergutmachung, das ist ein schrecklicher Name, die Deutschland bezahlt an Holocaust-Überlebende in Israel. Weil die Abkommen zwischen Deutschland und Israel ist so, dass Holocaust-Überlebende, die nicht in Israel leben, sondern in den USA oder Australien oder irgendwo, bekommen ihr Geld direkt von der deutschen Regierung. Aber Menschen, die in Israel leben, bekommen ihr Geld nicht, sondern das Geld ist überwiesen an die israelische Regierung. Und dann sagt die israelische Regierung, wir möchten bitte kein Geld haben, sondern Waffen. Und das ist aber eine lange Geschichte. Jetzt, in dieser Zeit, seit Oktober 7. Oktober, ist die Situation anders. Und hier war das sehr klar. Von Anfang an, die Rüstungslieferung nach Israel, die Munition, waren sehr, sehr viel mehr als vorher und viel mehr, als was man erklären kann mit zum Beispiel der amerikanischen Militärunterstützung von Israel, 3,8 Milliarden Dollar pro Jahr. Aber jetzt sprechen wir als zehnfach mehr Waffen. Es gab vor einer Woche einen Artikel von Washington Post, das ich auch erwähnt habe in meinem Vortrag gerade,
über 150 solche Lieferungen berichtet hat. Und dort wurde das geschrieben, diese Lieferungen sind nicht FMF, sondern FMS. Also auf Englisch nicht Foreign Military Financing, sondern Foreign Military Sales. Das bedeutet, dass diese Waffen sind kein Geschenk, sondern bezahlt von der israelischen Steuerzahler. Und das ist eine sehr wichtige Information zu haben, weil die israelische Wirtschaft ist in eine tiefe Katastrophe. Die israelische Währung verliert ihren Wert. Der einzige Grund, dass der israelische Shekel, die Währung, ist nicht auf Null momentan, ist, dass die Zentralbank von Israel verkauft ihre Neuen Gas da von der Dollarreserven. Rosa-Luxemburg-Stiftung ist auch dabei. Die israelische Zentralbank verkauft die Dollarreserven, um die Währung zu stabilisieren. Aber wenn die Dollarreserven alle sind, wird Israel nicht mehr in der Lage sein, für alle diese Waffen zu bezahlen. Und viele Waffen sind jetzt geschickt, Zahlung soll später gemacht werden. Dann, sollen die deutschen Rüstungsunternehmen sagen, wenn sie für ihre Waffen nicht bezahlt werden? Und dann wird das auf dem deutschen Steuerzahler fallen. Ja, vielen Dank. Jetzt hat sich zu Wort gemeldet Nicole Mosley. Ich bitte ums Wort. Ja, hallo, danke. Entschuldigung, wenn ich eine Frage stelle, die vielleicht schon besprochen wurde. Ich bin leider nicht reingekommen, weil es schon voll war. Das heißt, ich habe leider den Vortrag nicht gehört und auch den Anfang der Diskussion nicht. Ich habe es immer wieder versucht. Mich würde interessieren, lässt sich irgendwo einsehen, wie viel, was und von wem geliefert wird? Weil die Frage, die sich mir stellt, ist, wäre es nicht möglich, auch die Rüstungsfirmen zur Verantwortung zu ziehen? Direkt, wenn man wüsste, was die liefern und wer genau wie viel? Oder kann man, falls das nicht öffentlich zugänglich ist, klagen oder irgendwelche Schritte unternehmen, damit es offengelegt wird? Also die Information, ich habe das in meinem Vortrag gesagt, bevor Sie gekommen sind, dass die Information, die wir haben, ist nur Teilinformation, weil viele davon ist wirklich geheim. Aber ich möchte etwas über also es gibt verschiedene Analysen, das ist sehr klar, dass die große Anteil der Waffen kommen aus den USA und dort sind auch die Firmen nicht besonders scheu. Sie sagen ganz klar, das ist General Dynamics aus den USA, die diese 155 mm Granaten für Israel, die Hellfire-Raketen sind von Lockheed Martin produziert, die MK-84 Bomben aus Boeing. Also es gibt klare Namen für diese Firmen. Und die deutschen Firmen sind mehr geheim, aber wie ich sagte, die Fregatten sind aus ThyssenKrupp gebaut, das wissen wir. Aber sie wurden geliefert vor dem Völkermord. Aber mit der Frage von Verantwortung, juristische Verantwortung, das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil es gibt Gesetze in, ich glaube, allen NATO-Ländern, auch in Deutschland, die Mitarbeiter innen von Rüstungsfirmen befreien von juristischer Verantwortung für Verbrechen, die mit ihren Waffen benutzt sind. Und deswegen, genau deswegen, gibt es in Deutschland eine enorm hohe Rate von Selbstmord unter MitarbeiterInnen bei Rüstungsfirmen. Menschen, die glauben, ich habe einen normalen Arbeitsplatz, ich muss nicht keine Sorgen haben, weil die Waffen sorgen für Sicherheit und Frieden und so weiter. Das ist wenn Sie herausfinden, dass eigentlich gibt es keine Rechenschaft und diese Menschen können und ihre Waffen töten Menschen und es gibt nichts dazu oder dafür, sie können nicht mit ihnen weiterleben. Und deswegen gibt es so viele Menschen leider, die Suizid machen. Mein Rat wird kein Suizid machen, bitte, aber auch nicht in einer Rüstungsfirma arbeiten.
Aber es gibt dieses Gesetz nicht für die Menschen, die die Lieferkette vorbereiten. Das heißt, die Menschen, die die LKWs fahren oder die Züge oder die Schiffe und bringen die Waffen zum Hafen oder durch den Hafen nach Israel, sie haben keinen juristischen Schutz. Sie haben deswegen die Pflicht, diese Waffen zu stoppen. Und das ist auch wichtig. Deswegen, und ich muss sagen, ich habe mit Gewerkschaften in sehr vielen Ländern in Europa schon Kontakt. Gewerkschaften in Zyprische Republik, Griechenland, Italien, Spanien, Portugal, Belgien, Niederland. Auch Irland, obwohl in Irland es geht nur um einen Flughafen, kein Seehafen. Und alle diese Gewerkschaften haben schon Erklärungen veröffentlicht, dass sie verweigern, Waffen nach Israel zu schicken. Und das begrenzt die Möglichkeiten von die USA. Und das, ich warte noch auf solche Erklärungen aus deutschen Gewerkschaften. Noch nicht gekommen. Herzlichen Dank. Hier eine Frage von Irene. Da kehren wir wieder zurück zu der Frage von Demonstrationen. Gibt es Verbindung zu der Free Palestine Demo? Gibt es da direkte? Nein. Also natürlich gibt es Verbindungen, weil viele Menschen nehmen teil in beide Demonstrationen. Aber auf einem organisatorischen Niveau ist der Ziel Stop Arming Israel Germany ganz klar, eine friedliche Bewegung gegen die Waffenlieferung zu bauen. Und es gibt auch andere Gruppen, die sagen, was wir in Deutschland dringend brauchen, zum Beispiel ist Meinungsfreiheit. Dass die deutsche Polizei Menschen verhaftet, weil sie ein Schild haben wie meine Partnerin oder ein Kaffee trägen oder aufrufen auf der Straße From the river to the sea, Palestine will be free. Und das ist Grund, Menschen zu verhaften. Und dagegen müssen wir kämpfen für die Demokratie in Deutschland, für Meinungsfreiheit in Deutschland, für die Rechte von Musliminnen oder von PalästinenserInnen in Deutschland. Ich muss ehrlich sagen, ich unterstütze diese Demonstrationen nicht. Sie sind sehr wichtig, aber nicht jetzt. Und jetzt sind alle meine Mühen, um die Waffen zu stoppen, damit Menschen, weil jeden Tag Hunderte von Menschen getötet sind. Nach der Waffenstillstand, dann machen wir diese Free Palestine Demonstrationen und kämpfen für deutsche Demokratie. Herzlichen Dank. Das waren klare Worte. Frau Sulinar fragt, ich habe leider nicht mitgekriegt, wer der eingeblendete Sprecher war, der nach Scholz kam. Da hatte ein Ibrahim, wer war das? Ja, der Ministerpräsident von Malaysia. Er war in Berlin. Und Malaysia ist nicht die besonders... Da ist eine Fahne, war zu Sonne. Ja, die Fahne von Malaysia hat eine Sonne drauf, ja. Ah ja, gut. Jetzt sehe ich weiter keine Fragen. Nicole Mosley hat sich, noch ist das noch immer die Handhebung von vorhin? Nee, das ist eine neue Hand. Ich habe noch eine Frage. Eine neue, ich, mein Eindruck ist, dass eines der Probleme auch der Totalausfall der vierten Gewalt ist. Also die deutsche Presse, ich glaube, dass da ein ganz anderer Druck wäre, wenn anders berichtet würde, dass sehr, sehr vieles einfach hier unter den Tisch fällt. Welche Möglichkeiten sehen Sie, in diese Richtung irgendetwas zu tun? Weil mein Eindruck ist, also wenn man ausländische Presse verfolgt, mittlerweile ist sogar in den Mainstream-Medien sehr, sehr viel angekommen, von dem ich in der deutschen Presse nichts lese. Und deswegen ist da noch eine sehr große Ignoranz. Und auf dieser Ignoranz basiert viel Meinungsbildung, die dann leider, ja, also die Leute nicht mobilisiert. Ja, das ist wirklich ein Problem. Ich folge sehr nah die israelische Medien. Und die israelische Medien veröffentlichen ohne Pause Falschinformation, Desinformation. Es gibt sehr viele Israelis, die immer noch glauben, wegen ihrer Medienberichte,
dass diese Geschichte mit der 40 geköpfte Babys wahr wäre, obwohl kein Israeli kann einen Namen geben von einer von diesen 40 Babys, weil das hat nicht geschehen. Und es gibt auch Informationen, es gibt viele Israelis, die glauben, der Prozess bei der Internationalen Gerichtshof ist zu Ende gekommen und Israel hat gewonnen, weil diese falsche Information wurde in israelische Zeitungen, sogar in Haaretz, veröffentlicht. In der ganzen Welt gibt es eine ganz andere Stimmung und man kann sehr gute Berichte lesen. Natürlich, im Krieg gibt es immer Falschinformationen und Fehler, aber mindestens gibt es Zeitungen, die bereit sind, ihre Fehler zu korrigieren und verschiedene Perspektiven zu zeigen und be neue Berichte zu aktualisieren. Aber in Deutschland, das ist mir nicht ganz klar. Ich bin nicht kein Experte für deutsche Medien. Dafür bin ich der falsche Person. Also ich habe zum Beispiel in der Taz gelesen, dass Greta Thunberg eine Unterstützerin von Hamas sei. Und wenn man solche Quatsch schreibt, dann frage ich mich wirklich, ob die Taz eine Zeitung ist, dass man ernst nehmen soll. Und weil, ja, also was können wir damit tun, mit falschen Informationen auf Zeitungen? Ja, ich habe dafür keine gute Antwort. Ich glaube, in BIP gibt es viele, die glauben, Lesebriefe an der Redaktion können etwas ändern. Und das ist vielleicht richtig, aber ich kann das selber nicht beantworten. Ja, wir kommen zur nächsten Frage von Jasmin. Wohin müsste man sich wenden, wenn man Familienmitglieder in Gaza hat und eventuell die Klage unterstützen möchte? Ja, dann muss man direkt Kontakt mit den. Bringt das etwas oder wie effektiv wird das eingeschätzt? Ja, also es geht um eine Strafanzeige und um eine Klage. Die beide sind sehr, sehr wichtig. Die Strafanzeige ist, um deutsche Akteure zur Rechenschaft zu bringen. Und dafür braucht man, muss man berichten, wenn man Familien in Gaza, die betroffen sind, und natürlich jeder ist betroffen, von dem israelischen Angriff. Und die Anwältinnen, die das organisieren, das ist nicht die ELSC selbst. Die ELSC bietet wie eine Unterstützung und Medienarbeit für diese Gruppe von Anwältinnen, palästinensische Anwältinnen in Berlin. Und Jasmin oder irgendjemand, der solche Familien in Gaza hat und will diese Strafanzeige unterstützen, bitte wenden an mich direkt und ich mache diese Verbindung mit den Anwältinnen sehr gerne. Und die zweite Sache ist die Klage. Genau weil wir nicht glauben, dass es so einfach wäre, der Staatsanwalt zu bezeugen, deutsche Akteuren zur Rechenschaft zu ziehen, dann ist die Klage eine Förderung, um die Waffen zu stoppen. Das kommt ohne Rechenschaft. Das ist einfach eine Forderung an der Regierung. Und das muss schneller behandelt werden. Und dafür braucht man Familie und in Gaza zu haben von Menschen, die noch am Leben sind. Weil die juristische Argumentation ist, diese Menschen sind jetzt in Gefahr, sie haben das Recht zu leben und Deutschland muss nicht ihr Recht zu leben riskieren mit der Waffenlieferung nach Israel. Also das sind die zwei juristischen Kanäle, die wir haben und ja, wir brauchen natürlich mehr Unterstützung. Elmar hat noch einen Kommentar geschrieben zur Rolle der Presse. Er schreibt, die Presse fällt nicht aus, sie übt ihre Funktion als Propagandistin der Regierung. Okay, sie übt ihre Funktion als Propagandistin der Regierung aus. Okay, jetzt komme ich dann zu. Haldun hatte sich gemeldet, mit oder ohne Bild. Ja, machen wir mal ohne Bild, aber danke erstmal, dass ich zugelassen werde. Auch danke für den Vortrag. Ich wollte eine ganz kurze Wortmeldung machen, was das Thema Presse angeht. Also ich glaube, wir sind uns einig darüber, dass die deutsche Presse
wenn man einen Gesamtblick macht, eigentlich fast ein völliger Totalausfall ist. Also man muss nur es vergleichen mit den israelischen Medien wie Haaretz, 972 Magazin, CNN, BBC, um zu sehen, dass eine solche Diskrepanz in der Berichterstattung ist, die man aufs Schärfste kritisieren muss. Und was passiert ja auch letztendlich. Allerdings möchte ich hier ein bisschen widersprechen, was diese Eindeutigkeit dahinter angeht. Also ich kritisiere die deutsche Presse massiv für das, was sie seit dem 7. Oktober schreibt und auch in der Einseitigkeit. Es ist aber nicht so, als ob es da keine Zwischentöne geben würde, auch bei sehr seriösen Medien oder bei auch den ganz großen Medien, die teilweise wirklich doch heftig sind. Ich meine, Christoph Reuter hat im Dezember schon in einem Leitartikel des Spiegel geschrieben, wenn der Krieg in Israel so weitergeht, dann ist die Frage nicht mehr, ob die Palästinenser vertrieben werden, sondern nur noch die Frage, wann, weil eben diese völlige Zerstörung da ist. Oder vor wenigen Tagen war es erst gewesen, es war wieder im Spiegel gewesen, ein Leitartikel, wo klar gesagt, wo der Krieg Israels als Vernichtungsfeldzug bezeichnet worden ist. In der Zeit hatte, glaube ich, Martin Engster, hieß er, glaube ich, oder Klingster geschrieben, ebenfalls von Vernichtungskrieg. Das sind Aussagen, die in Deutschland massive Empörung auslösen, gerade von unserer Geschichte. Michel Friedmann hat 2008 damals diese Wortassoziation, dass der Krieg in Gaza damals ein Vernichtungskrieg gewesen sei, massiv zurück gewesen. Also es ändert sich in der deutschen Presse. Zum Beispiel das Taz-Beispiel, mal ganz kurz eben angegeben. Es ist richtig, in der Taz stand ein Artikel, für den man sich als Linker schämen müsste, bei dem, was da an Propaganda gezeigt worden ist. Andererseits gab es eben auch Journalisten wie Daniel Bax beispielsweise, die ganz klar das beschrieben haben, was passiert, nämlich ethnische Säuberung, ein systematischer Krieg mit Kriegsverbrechen und allem. Also es ist nicht so, als ob wir einen Totalausfall in allen Formen hätten, aber die Schulnote wäre immer noch ungenügend oder sagen wir mal 6 plus, aber die absolute 6 oder 6 minus gebe ich da nicht. Danke. Vielen Dank. Danke, liebe Herr Haldun. Ich will nicht widersprechen, weil, wie gesagt, ich bin kein Experte für deutsche Medien. Aber ich sehe auch im Chat, dass Menschen diskutieren, welche andere Kanäle gibt es, welche Alternative gibt es. Ich möchte dann dazu nur kurz sagen, es gibt hier unter anderem Owen Jones zum Beispiel, das finde ich, seine Analyse sehr interessant, seine Interviews sehr interessant, aber es ist kein Berichter. Ja, das ist keine Berichte über die Situation. Und manchmal, wie sein Video über Deutschland zum Beispiel, kann man sehen, dass er es auch nicht 100% informiert. Er stellt die Fragen, neu zu diesem Thema. Aber wenn man wirklich die Informationen über was passiert in Gaza jetzt, dann leider ist der beste Kanal Al Jazeera. Und ich rate die Menschen Al Jazeera nicht zu schauen. Bitte nicht. Also wenn jemand das machen muss, wir müssen zum Beispiel die Waffen anerkennen und die Krater sehen und so weiter, dann haben wir keine andere Wahl. Aber die Bilder in Al Jazeera sind so schrecklich, das ist nicht wirklich unser Thema für heute, dass sie narben die Seele, das ist also traumatisierend einfach, die Bilder und Videos zu schauen. Und ich bitte Ihnen, nicht Al Jazeera zu schauen, wenn Sie nicht müssen. Vielleicht als ganz kleinen Zusatz, erstmal danke dafür. Das Problem ist, es ist ja nicht nur so, dass wir die Bilder nicht sehen könnten. Jeder in Deutschland kann sie sehen, wenn er in den sozialen Medien wie Instagram aktiv ist. Und zwar, man kann Motaz Azayza folgen, man kann anderen palästinensischen Journalisten aus dem Gazastreifen folgen und man bekommt Bilder zu sehen, die man seinen Lebtag nicht mehr vergessen wird. Und ich selber arbeite in der Extremismusprävention. Zu meinem Job gehört es, dass ich mir Bilder ansehen musste, wie Menschen enthauptet worden sind, vom IS beispielsweise. Und diese Bilder werde ich genauso wenig vergessen, wie die ich aus Gaza gesehen habe. Das ist eindeutig. Also das ist jetzt kommen wir in so ein neues Thema rein, weil das Problem ist, und das sehe ich befürchte eine massive neue Radikalisierungswelle in der migrantischen Community und auch eine neue Welle des Islamismus, weil wir sehen können, dass unsere ganze Erinnerungskultur im Grunde völlig schief abgebogen ist. Weil wir sehen, was wir aus dem Holocaust, wie Deborah Feldmann so schön gesagt hat, hätte lernen sollen, wäre die absolute Verteidigung der Menschenrechte, egal woher sie kommen, egal welcher Ethnie, welcher Religion, welcher Hautfarbe sie angehören. Und Deutschland verrät dieses Ideal, was es sein sollte, verrät es gerade gegenwärtig völlig. Und
Ich wünsche mir tatsächlich, was ich sehr vielen auch jetzt hier im Chat wirklich empfehlen kann, einfach mal dem Medium Middle East Eye zu folgen. Kann ich hier gerade nicht so richtig. Okay, ich glaube, jetzt geht's wieder. Und zwar bei Middle East Eye. Ich persönlich habe eine kritische Distanz zu diesem Medium, aber sie bringen sehr viele Videos, zum Beispiel aus israelischen Fernsehsendungen. Und wenn man sich das dann anschaut, was da in israelischen Talkshows, gerade heute war wieder eine Sendung gewesen, was dort geredet wird, man bekommt gerade als Deutscher da solche schrecklichen Erinnerungen an unsere eigene Vergangenheit, wenn was für eine Menschenverachtung geredet wird. Und das ist etwas, was ich mir auch wesentlich mehr in deutschen Medien wünschen würde, dass es mal publiziert wird. Es passiert zum Teil, aber nicht im ausreichenden Maße, weil diese Art der Menschenverachtung, ich meine, Schir, du bist Israeli, du kannst im Gegensatz zu mir das im Original verstehen, was dort gesagt wird. Das ist wirklich einzigartig in Grausamkeit. Okay. Ja, wir haben jetzt von den grausigen Bildern gesprochen. Also wenn man sich gut informieren will, kann ich empfehlen von BIP, unseren Newsletter BIP aktuell, der wöchentlich kostenlos erscheint und den man abonnieren kann. Die meisten Beiträge stammen von dem Autor von heute Abend, von Shir Hever. Und da bekommt man solide Informationen und mit auch soliden Links, die dann gut begründet sind. Jetzt noch etwas zwischendurch. Es kommt die Frage zweimal auf, wie ist es mit der Aufzeichnung dieses Vortrags? Dieser Vortrag wurde und wird aufgezeichnet und wird dann auch hinterher zugänglich sein durch einen Link. Und dann kann man auch diejenigen, die heute nicht reinkamen, können dann noch diesen Vortrag noch einmal hören. Und ich werde den so verschicken, diesen Link, wie ich auch die Einladung für den heutigen Abend verschickt habe. Ja. Ich würde nur gern ganz kurz, Shir, dir widersprechen, auch wenn du natürlich völlig recht hast, wie du die Bilder beschrieben hast bei Al Jazeera. Aber ich glaube, es wäre wirklich notwendig, es wäre hilfreich, dass mehr Menschen nicht so wie in der palästinensischen Community hier in Berlin, wo ich bin, den Fernseher die ganze Zeit laufen haben, weil das hält eigentlich kein Mensch aus, aber mal solche mit solchen Bildern konfrontieren. Weil ich glaube, dann wäre der Widerstand gegen die Waffenlieferungen deutlich größer, wenn die Leute eben nicht die bereinigte Version von diesem Grauen sehen würden, sondern wirklich auch nur einen Mini-Mini-Ausschnitt dessen, was da wirklich passiert. Ich glaube, das würde helfen, weitere Grauen irgendwie zu stoppen. Obwohl das nicht unser Hauptthema heute ist, ich fühle mich gezwungen zu antworten. Meine Ausbildung und Erziehung in Israel als Jude mit Familie, die Mehrheit davon wurde in der Holocaust ermordet, ist es eine schlechte Idee, mit Grausamkeit und schreckliche Bilder die Menschen zu schockieren. Und so habe ich auch in meine sehr viele Stunden von Holocaust-Unterricht und so weiter gelernt, dass wenn man die Menschen so als Opfer zeigt mit solchen schrecklichen Bildern, das trägt bei zu weiterer Entmenschlichung von diesen Menschen. Dann denkt man über die Menschen als Stückchen von Fleisch. Das müssen wir vermeiden. Es ist viel mehr Wirkung hat, wenn wir die Geschichte von Menschen erzählen. Wenn wir über ihre Hoffnung, über ihre Hobbys, ihre Kunst erzählen, damit die Menschen in Deutschland verstehen, es geht nicht um menschliche Tiere, es geht nicht um Monster, es geht um Menschen wie du und ich. Und das ist der Grund, dass ich auch diesen Aufruf mache, dass wir nicht mit Schock die Menschen Informationen verbreiten, sondern also ruhig und informativ in der längeren Zeit wird es effektiver, glaube ich. Herzlichen Dank.
Aus Großbritannien schreibt Joachim Neff, obwohl auch in Großbritannien Politiker sich als große Freunde Israels positionieren, berichtet die BBC weitaus gründlicher über das, was in Gaza und im Westjordanland geschieht. Da ich seit Jahrzehnten in Großbritannien lebe, beobachte ich von hier aus mit Horror, wie die Berichterstattung in Deutschland offenbar gleichgeschaltet ist, statt wahrheitsgemäß zu berichten. Glaube ich, da muss man nichts hinzufügen. Aber hier kommt noch eine Frage von Johannes Hauber wegen möglichen Vor-Ort-Aktionen. Werden in israelischen Panzern Motoren von Daimler-Trucks eingebaut, ist die Frage. Shir, da kennst du dich aus, oder? Ja, das ist natürlich eine Information, die wir nicht haben. Es gibt diese berühmte israelische Panzer Merkava. Die Israelis haben oft behauptet, ihr Panzer ist der beste in der Welt. Und jetzt ist es klar geworden, dass diese Panzer ist gar nicht so gut, wie die Israelis dachten. Und jeden Tag explodiert solch eine Panzer, weil die Hamas-Kämpfer haben Raketen, die stark genug diese Panzer zu bombardieren, zu explodieren. Und diese Panzer dann müssen ständig repariert werden. Ob sie repariert von Motoren, die komplett aus Deutschland geliefert sind oder nicht, das finde ich ein bisschen unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, dass die kleinen Stückchen von diesen Motoren kommen aus verschiedenen Ländern und auch viele aus Deutschland. Es gibt lange Verträge zwischen Israel und Deutschland für diese Stückchen. Und weil die deutsche Regierung diese Motorteile nicht als Kriegswaffe definiert, dann ist es nicht möglich zu unterscheiden, wenn zum Beispiel Motorteile von Busse, also alle Busse in Israel sind Mercedes-Busse, ja, also sie sind sowieso, sie haben Motoren, die in Deutschland produziert oder Motorteile, die in Deutschland produziert. Wie können wir dann wissen, ob die Motorteile sind für Busse oder für Panzer? Es gibt dafür eine Lösung. Eine juristische Lösung, und das ist, dass verschiedene Teile sind als Dual Use gestuft. Dual Use, das heißt Materiellen oder Produkte, die auch für Kriegszwecke benutzt können. Und wenn sie so definiert sind, dann darf die deutsche Regierung nicht mehr sagen, das sind keine Kriegswaffe. Sie müssen genauso kontrolliert werden wie Waffen. Noch einmal, Joachim Neff, er weist darauf hin, dass das UNO-Büro OCHA OIPT wöchentliche Newsletter bringt mit sehr soliden Informationen. Diesen Newsletter kann man abonnieren. Der ist sehr gut und bringt sehr gute Informationen. Das kann ich auch bestätigen. Und dann weist noch jemand hin auf Nuri Pellets Elhanans Buch Palestine Israelis Cool Books. Dieses Buch gibt es ja inzwischen auch auf Deutsch. Ja, und ich weiß nicht, ob das ist bekannt, dass Nurit Peled Elhanan arbeitete in Israel bei einer Hochschule für Ausbildung, wo sie gesagt hat, nach dem 7. Oktober, sie hat zitiert ein Zitat von Sartre, Jean-Paul Sartre. Sartre sagte, nach 100 Jahren, dass wir unsere Wut auf dem Nacken der Menschen in Algerien gesetzt haben, und sie haben das erste Mal die Möglichkeit, ihren Kopf hochzutragen. Welches Gesicht erwarten wir von diesen Menschen? Also erwarten wir ein freundliches Gesicht oder nicht? Und dieses Zitat im Rahmen der ihrer Analyse von der 7. Oktober-Angriff war genau das Grund, dass sie gefeuert wurde. Sie wurde suspendiert von ihrer Arbeit. Sie wurde suspendiert, oder? Und sie ist dann selber gegangen. Ich glaube nicht, dass sie formell gesehen gefeuert wurde, ja, oder? Ja, suspendiert, okay. Ja. Und es gibt noch eine zweite, die jetzt suspendiert wurde. Aber bitte jetzt mal Stopp. Ja. Wir machen keine Zweiergespräche. Ja. Okay. Es wird noch darauf von Anja darauf hingewiesen, Al Jazeera Englisch bietet Live-Sticker an. Dort erfährt man ohne grausame Bilder die Tatsachen.
Und eine Kerstin Klingelhöfer schreibt, Orientalismus, Israel wird als Europäer angesehen und mein Akku ist leer. Okay. Aber und dann wird noch auf Democracy Now hingewiesen und natürlich auch Al Jazeera noch einmal. Also Democracy Now wird sehr empfohlen. Aber jetzt, Nicole, jetzt wolltest du noch was sagen und dann kommen zwei andere noch zu Wort. Du warst schon öfter, glaube ich. Verzeihung, ich habe die Hand gehoben, da hatte keiner die Hand oben. Deswegen dachte ich, ich möchte es jetzt hier nicht monopolisieren. Ich habe nur tatsächlich noch eine Frage. In Amerika gibt es ja ein Gesetz, das Waffenlieferung verbietet, wenn das Land, das sich im Krieg befindet, Hilfslieferungen von Amerika verhindert. Gibt es was Vergleichbares auch in Deutschland? Ich glaube, das ist ein Missverständnis. Ob in den USA ein Gesetz gibt, das verbietet Rüstungslieferungen an Ländern, die Hilfslieferungen stoppen. Also Israel stoppt Hilfslieferungen an Gaza jetzt. Das ist sehr klar. Und es gibt eine Initiative von einer Gruppe von Senatoren, wie Bernie Sanders und Chris Hollen und ein paar weitere, die sagen, solange das Israel Nahrungsmittel und Medikamente an Gaza verbietet, muss die USA die Rüstungslieferungen stoppen. Das ist eine Initiative, die ignoriert die internationale Völkerrecht. Laut internationalem Völkerrecht sind die Waffenlieferungen sowieso illegal. Aber sie wollen etwas mit dem amerikanischen inneren Gesetzsystem nutzen. Aber momentan hat diese Initiative noch keinen Erfolg. Wir hoffen. Aber momentan hat Präsident Biden noch nicht zugestimmt. Ob solche ähnliche Initiativen in europäischen Ländern gibt, ich glaube nicht. Es gibt verschiedene Gesetze in europäischen Ländern, zum Beispiel in Schweden. Man darf keine Waffen verkaufen an Länder, die sich im Krieg befinden. Aber diese Gesetze sind leider auch ignoriert. So, unsere Zeit ist fast um. Günther, du hast dich zu Wort gemeldet und dann danach kommt als letzter noch einmal Khaldun. Okay. Ganz kurze Antwort, Panzermotor. Günther, du musst die Stummschaltung aufheben. Du bist stumm geschaltet. Also dann nehmen wir mal zwischendurch schon mal Khaldun und dann wird Günther den... Okay, gut, danke. Khaldun? Ja, danke. Bitte. Also es gibt, was Deutschland angeht, schon solche Beschränkungen tatsächlich. Das hatten wir auch 2011 noch gehabt, als diese Riesendebatte damals war, ob man deutscher Leopard 2 Panzer nach Saudi-Arabien liefern sollte. Und damals waren die gleichen Argumente eben auch, dass wir eben nicht in Spannungsgebiete liefern dürfen etc. Das war damals auch alles dabei. Aber ich hätte ansonsten an Shia noch eine Frage, die aber jetzt ein bisschen mit dem Thema Waffen nichts zu tun hat. Wenn das in Ordnung ist, dann gerne. Ansonsten können wir es auch sein lassen. Was ist die Frage? Du hast das angesprochen vorhin, mit der Dehumanisierung, die man beim Anblick von schrecklichen Bildern bekommt. Und ich weiß nicht, ob du den Film kennst, ein wunderbarer israelischer Dokumentarfilm, Defamation, Spurensucher der Verleumdung heißt er im Deutschen. Und es gibt da eine Wunder, für die, den ich kenne, der Film beschäftigt sich mit Phänomen Antisemitismus und geht ein bisschen auch dem, ich sag mal, Thema Israel-Lobby nach und unter anderem wird eine reist eine Schulklasse nach Polen aus Israel und besucht dort eben halt die Konzentrationslager und andere Vernichtungsstätten und der Autor des Films sagt irgendwann oder stellt sich die Frage, dieses ganze Unrecht, das uns als Juden angetan worden ist, vielleicht kann es das Leid der anderen dann nichts mehr bedeuten. Und dann sagt eine Schülerin, als er ihr die Frage stellt, selbst so, ja, unsere Reizschwelle, die ist einfach zu hoch. Wir sagen als Juden, wir haben Schlimmes erlebt und wir nehmen das andere vielleicht gar nicht wahr. Und sie bringt es auf den Punkt, wenn ich im Fernsehen sehe, wie die Häuser von Arabern zerstört werden, denke ich mir, die Araber haben noch viele Häuser. Mich würde interessieren, Shir, wie stark ist diese Haltung in der israelischen Gesellschaft? Denn wir haben das ja erfahren, dass eine Umfrage sagt, dass 68% der jüdischen Israelis lehnen die Hilfslieferungen nach Gaza ab, / heißt faktisch, sie wollen die Bevölkerung dort verhungern lassen. Das würde mich interessieren. Wie
Ja. Stark. Ist deiner Meinung nach diese, man muss wirklich sagen, so schlimm es klingt, gerade im deutschen Kontext, aber diese faschistische Haltung, wie stark ist die in Israel? Danke. Nicht jede völkermordische Haltung ist auch faschistisch. Also Ruanda war kein faschistisches Land und dort gab Völkermord und also aber um die Frage zu antworten, es ist sehr kompliziert, jetzt über israelische Meinung überhaupt zu berichten, weil in diese Amok-Zeiten mit so vielen Desinformationen, ja, es gibt enorme große Mehrheit für alle Menschen in Gaza zu töten, wirklich alle. Und das ist klar eine Absicht auf Völkermord. Aber ich glaube, dieselben Menschen, die heute sagen, alle Menschen in Gaza getötet werden müssen, nach der politischen Lösung und Ende dieser Krieg, werden sagen, nein, nein, wir waren immer für Frieden. Wir haben nicht gegen, wir lehnen Rassismus ab. Also in diesem Moment sprechen die Menschen so, aber das wird sehr schnell kippen, wenn die politische Situation sich ändert. Und das ist nicht der richtige Moment, eine Umfrage zu halten. Klares Statement, danke dir. Ja, lieber Günther, du hast das Schlusswort. Und jetzt muss ich nochmal Stummschaltung aufheben. Jetzt ist auch, ja, hört man mich? Ja, sehr gut. Nein, nur ganz kurz, ich wollte eigentlich nur beantworten, die Firma, der Panzer lief, Panzermotoren, die Firma MTU Friedrichshafen hat eine sehr lange Geschichte. Die begann schon vor dem 67er Krieg, als Israel heimlich amerikanischer Panzer mit MTU-Motoren ausrüstete und es wurde angenommen, dass die Golanhöhen nur damit genommen werden konnten im Hauruck-Verfahren, weil diese neuen Motoren Dinge geleistet haben, die die amerikanischen Panzermotoren nicht konnten. MTU hat lange für Merkava Panzermotoren geliefert, um die Exportprobleme der deutschen Waffenindustrie etwas zu umgehen, hat MTU mit einer amerikanischen Firma einen Lizenzvertrag abgeschlossen. MTU-Motoren werden in der Tat aus USA geliefert. Okay, herzlichen Dank. Das ist recherchiert. Ich habe Notizen gemacht und ich werde das weiter recherchieren. Danke. Ja. Okay. Also wir werden die Wir hören dich nicht mehr, Martin. Lieber Martin, es scheint, dein Mikrofon ist in einem kritischen Moment. Ja, es ist so. Wir hören nicht mehr. Mm-mm. Dann muss ich denn das Schlusswort sagen. Danke, danke Martin für die Moderation. Danke alle, dass Sie gekommen sind. Wie gesagt, die Aufnahme von diesem Abend wird veröffentlicht. Hallo? Ja, bitte mal. Man ja. hört dich nicht. Bist ja. du bei mir? Oh. Irgendwie wurde mein Mikrofon abgeschaltet. Ja. Ja. Ja, aber jetzt hört man mich. Mein Schlusswort wollte ich eigentlich sprechen und habe das auch gesprochen schon, aber ich merkte keine Reaktion und da stelle ich fest, mein Mikrofon war weg. Aber nochmal dir herzlichen Dank für deinen Vortrag und allen Dank für die lebhafte Diskussion nach deinem Vortrag. Einen schönen Abend wünsche ich noch, allerseits. Schönen Abend, Dankeschön.